Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Heute habe ich wieder ein Style and Talk Video für euch, nämlich Vor- und Nachteile im Leben mit einem Hund. Wie ihr vielleicht wisst, haben Schatzi und ich jetzt seit einem Jahr und einem Monat einen Hund, nämlich Rodi. Ein ganz kleiner, süßer Babypuppe. Ich blende euch mal ein paar Fotos ein, damit ihr versteht, was ich meine, wenn ich sage, er ist wirklich ein Engelpuppe. So, ich packe jetzt schon mal Primer drauf, während ich ein bisschen erzähle. Ich werde euch die Produkte, die ich benutze, in der Infobox verlinken, damit meine Infobox sich weiterentwickelt. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob diese Mühe und Arbeit sich lohnt, die Produkte, die ich jetzt in so einem Style-and-Talk-Video verwende, wirklich in die Infobox zu schreiben. Ob ihr wirklich nachguckt oder ist es umsonst. Ich benutze jetzt erstmal einen Marc Jacobs Primer. Ich sage immer nur ganz kurz, was es ist. Seht ihr ja dann alles unten und erzähl mal. Der muss jetzt erstmal kurz einwirken. Und zwar zeige ich in meiner Instagram-Story ganz oft so süße Videos mit meinem Hund Rodi. Er ist hammer süß, er ist hammer kuschelig, bla bla bla. Er ist von der Rasse Rhodesian Ridgeback. Und mir ist aufgefallen, dass mir viele Follower, ich habe ja ganz viele verschiedene Altersklassen von 12, 11 bis 57, also alles dabei, dass mir viele schreiben, oh süß, welche Rasse, oh den will ich mir auch holen, bla bla bla. Weil in meiner Instagram-Story zeige ich natürlich meistens nur die guten Seiten. Ich zeige, wie ich mit ihm kuschel, ich zeige, wie er mich mit einem Knutschi weckt, ich zeige, wie süß er ist, wenn er schläft. Aber die ganzen schlechten Seiten zeige ich ganz selten. So zum Beispiel, wenn er Sachen kaputt gemacht hat, wie schwer die Erziehung teilweise ist und. Und deswegen dachte ich, ich mache mal so ein Vor- und Nachteile-Video mit einem Hund, meine Erfahrung, um so ein bisschen das auch aufzuweisen, was das für eine große Verantwortung ist. Weil ich glaube, viele wissen das nicht, weil die denken, oh, süßer Hund, oh, die Rasse, das ist ein ganz besonders hübscher Hund. Ja, ist es. Aber die bedenken, glaube ich, nicht alles und deswegen wollte ich euch ein bisschen dazu erzählen. Ich benutze jetzt vom Becker Cosmetics so ein Ultimate Coverage Blablabla Concealer. Manche der Produkte, die ich jetzt habe, teste ich zum zweiten Mal, aber ich möchte gerne gucken, wie sie mit anderen Produkten zusammenklappen, weil sie teilweise bisher nicht gut klappten, also wundert euch nicht. Ich werde euch mal in der Infobox hinschreiben, ich werde euch mal einen Link zu Rodis Rasse hinschreiben. Ich glaube, die Vor- und Nachteile, die ich hier im Video erwähne, kann man wirklich auf jeden Hund beziehen. Also das sind halt Vor- und Nachteile, die nicht wirklich rassengebunden sind. Vielleicht ein, zwei oder so, ich weiß es nicht. Aber die Vor- und Nachteile sind wirklich, ich glaube, für jeden, der einen Hund hat. Ich hatte vorher noch nie einen Hund. Also meine Mutter hatte einen Hund, das habe ich aber nur halbwegs mitbekommen, weil ich ja mit 18 ausgezogen bin. Ich war auch vor Rodi auch nie so ein richtiger Tierfreund. Ich hatte diesen, also was heißt Tierfreund? Tiere waren mir irgendwie so ein bisschen egal. Katzen, Hunde, oh, Katze ist so süß, nee, finde ich nicht. Hund ist so süß, nee. Ich habe nie verstanden, wenn meine Freundin mit ihrem Hund so geredet hat, oh, hallo Baby. Ja, wie geht's dir? Hast du einen schönen Tag gehabt? Ich guck so, ich dachte, okay, ist zwar süß, wie sie redet, aber ist auch ein bisschen nervig. Ja, und dann kam mein Baby. Ich werde euch jetzt erstmal die Vorteile von einem Hund erzählen oder die Vorteile, wenn man einen Hund hat. Danach die Nachteile. Ich habe mir alles im Handy notiert. Ich habe das Video ein bisschen vorbereitet, so, weil ich wollte euch ordentlich die Sachen erzählen dazu. Dann so ein paar weitere Sachen und dann noch ein, zwei Tipps. Im Vornherein, ich bin kein Hundeprofi. Ich bin kein, was weiß ich, was ich sage, muss nicht richtig sein. Ich rede von meinen Erfahrungen, meinen Vor- und Nachteilen, die ich für mich so rausgefunden habe. Und ich fange jetzt auch endlich mal an. Mir hat eine Followerin mal ein Wandbild geschenkt mit einem Bild von Rodi. Hammer süß, hammer krass. Und dem Satz, ein Hund ist ein Herz auf vier Pfoten. Und das ist etwas, was ich wirklich bestätigen muss, womit wir auch zu den ersten Vorteilen kämen. Er ist ein treuer Begleiter und egal wie viele Fehler du machst, er liebt dich. Ich meine, ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob das so ist, wenn du einen Hund wirklich misshandelst, so, das sollte man auch nicht machen, also davon mal abgesehen. Digis, man, jeder macht mal Fehler, so, ne? Auch mit dem Hund habe ich schon Fehler gemacht, dass ich mal irgendwas habe liegen lassen, wo er eigentlich nicht rankommen sollte. Er ist aber rangekommen, weil ich so doof war und nicht bedacht habe, dass er rankommt. Jetzt benutze ich die Huda Beauty Foundation und das war da nicht gut für ihn. Was weiß ich, er hat eine Packung Taschentücher gegessen, sich übergeben. Was glaubst du, wie ich mir am Anfang Vorwürfe gemacht habe, wenn sowas passiert ist? Diese Foundation ist so schwer zu verblenden, Digis. Ich habe sie beim ersten Mal, fand ich sie echt schlecht. Ich versuche sie jetzt mal mit anderen Primern, vielleicht ist sie dann besser, aber bisher macht die ein ganz komisches Bild. Beim ersten Mal sah sie ganz cakey aus. Ich will mal gucken, ob es irgendwie anders, vielleicht anders ist. Wundert euch nicht, wenn ich hier nach komisch aussehe. Wie gesagt, manche der Produkte, die ich gerade benutze, fand ich wirklich sehr, sehr schlecht, aber teste sie halt weiter, um zu gucken, ob sie besser werden. So, und ich glaube, das ist bei Eltern echt ähnlich, wenn die mal irgendwie, wenn ihr Kind hinfällt, weil sie mal einen Moment unaufmerksam waren und sowas alles. Also es ist schon, weiß nicht, und dein Hund verzeiht dir das so. Wenn du Fehler machst, er verzeiht dir das. Er liebt dich trotzdem so, weißt du? Und das ist
Es ist so schön und mit teuer Begleiter. Also ich glaube, es ist auch viel Charakteristik. Aber ein Hund, so Schatzi hat das immer gesagt. Schatzi hatte vor mir auch schon einen Hund. So ein Hund, Digga, du wirst irgendwie überfahren vom Auto. Er denkt nicht nach, bevor er vors Auto springen würde, um dich zu beschützen. Ein Mensch, egal welcher Mensch, zu 90%, 99%, denkt nach so, oh, aber mein Leben, wenn ich jetzt springe, sterbe ich. Und ich habe selber noch Kinder, ich habe selber Familie. Was weiß ich, so weißt du. Ein Hund ist wirklich so, Diggis. Ich weiß nicht, Rudis Charakteristik ist natürlich auch krass, hat Vor- und Nachteile. Aber er ist wirklich richtig treu, treuselig, treu doof. So, Diggis, wenn du irgendwo hingehst, er kommt mit. Du kannst irgendwie 10 Kilometer mit ihm spazieren gehen, er begleitet dich. Mitten in der Nacht, er ist am Pennen, du gehst auf Klo, er guckt, er will dann mit, er kommt hinterher. Also er ist so treu, das ist so krass, diese Liebe von einem Hund in seiner Treue und Loyalität zu merken. So, du bist sein Herrchen, so. Er untergibt sich dir, er unterwirft sich, er schlägt deine Hand, er hört auf dich, er ist abhängig von dir. Also die Treue ist ein wahnsinniger Vorteil, hammerkrass. Also das ist wirklich ein Freund fürs Leben. Hammerheftig, hammerheftig. Ein Hund spürt, wenn man was hat. In dem Fall ist es wirklich so, zum Beispiel als Schatzi mal richtig krank war, so mega krass, Fieber, Gliederschmerzen, alles im Bett lag, es ihm übertrieben schlecht ging. Ich weiß gar nicht, ich musste irgendwie weg, so irgendeine Veranstaltung, die ich nicht verschieben konnte oder wo es echt schwierig gewesen wäre, sie zu verschieben. Normalerweise ist Rui hammeraktiv, dies, das braucht, Action braucht, dies braucht, das. Diggis, er hat sich den ganzen Tag zu Schatzi ins Bettchen gelegt, hat einfach mit ihm gepennt, so, ne, hammerheftig. Meine Schwiegermutter kam dann 2-3 Mal rüber, ist mit dem Hund raus, aber mit Schatzi ist er gar nicht erst gegangen, weil er hat gemerkt, so, okay, meinem Herrchen geht's richtig schlecht, weil der Schatzi hat echt Gliederschmerzen, Fieber, lag nur im Bett, kam gar nicht klar, so hammerheftig, hammerheftig. Und der Hund merkt, wenn es einem schlecht geht, so. Wenn ich geweint habe, so, wenn ich so irgendwelche Sachen hatte, wo ich geweint habe, kam der Hund auch schon und hat sich so an mich gekuschelt oder mir irgendwie Liebe gegeben, so, was weiß ich. Also ein Hund merkt das schon, wenn es dem Härchen oder der Mama, was weiß ich, Härchen, Mama, keine Ahnung, Frauchen, schlecht geht. Under Eye Corrector von Becker Cosmetics nehme ich nochmal, weil ihr angeblich ultra deckender, super krasser Concealer deckt irgendwie gar nicht meine Augenringe ab. Die gehen immer noch bis zu meinem Kopf. Nervt mich, weil ich mag eigentlich nicht so 2 Schichten hier raufklatschen. Dann, ein Hund passt auf dich auf. Das ist auch ein Vorteil, auf jeden Fall so. Ich meine, Rudi ist nochmal so ein Jagdhund, Wachhund. So, was weiß ich, wenn irgendjemand mich jetzt angreifen würde. Rudi ist null aggressiv. So, du kannst ihm alles, du kannst ihm Sachen aus dem Mund nehmen. Du kannst, was weiß ich, ich habe noch nie ihn aggressiv erlebt. Das Einzige, wenn er pennt so und ich ihn wegdrücke, weil er sich einmal breit macht, 1,80 mal 2 Meter ist das Bett, Schatzi und ich haben keinen Platz, dann macht er mal so, aber ich habe noch nie ihn aggressiv erlebt. Wann immer wenn ich Fressen weggenommen habe, wenn ich dies gemacht habe, das noch nie. Aber wenn jemand dich bedroht oder er merkt, da könnte Stress sein, er kommt sofort, stellt sich davor oder springt die Person an. Wenn er hört, irgendwie draußen sind Geräusche, die er nicht kennt, er springt sofort auf, bellt, bla. Ich weiß nicht, wie es bei kleineren, süßen Hunden ist, mit diesem Wachinstinkt, Jagdinstinkt. Klar, das ist bei ihm ja sehr, sehr ausgeprägt wegen der Rasse. Ich meine, seine Rasse hat früher, die wurden zum Löwenjagd machen gemacht halt, einen auf den. Aber ich bin mir sicher, egal welche Hunderasse, wenn jemand dein Härchen angreift vom Hund oder Stress macht oder ihm bedrohlich wird, dein Hund stellt sich davor, er passt auf dich auf. Selbst wenn es so ein Pupsi ist, er passt auf dich auf, er will, weißt du. Dann, du bist nie alleine. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, das ist aber auch ein Nachteil. Weiß ich nicht, du musst halt gucken, ich kann ja nur von ihm ausgehen, du bist nie alleine. Du möchtest jetzt vielleicht etwas Privates machen, was man gerne zu zweit machen möchte. Du bist nie alleine, außer vielleicht deine Schwiegereltern sind gerade mit dem Hund weg. Du möchtest vielleicht in Ruhe ein Dino-Ei auf dem Klo legen. Du bist nie alleine. Wisst ihr, wie ich meine? Also das ist ein Vorteil wie ein Nachteil. Und Rudi ist halt, das ist auch Vorteil wie Nachteil, extrem anhänglich. Aber sowas von. Ich weiß nicht, da muss man wirklich gucken, wie das für einen ist, was man halt damit hat und so, ob einen das stört. Und egal, wie sehr man einen Hund liebt, jetzt benutze ich von MAC Prep and Prime transparentes Puder. Falls ihr das habt, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich bin echt unentschlossen, ob ich das gut oder schlecht finde. Ich weiß es nicht. So ein transparentes Puder, gepresst. Egal wie sehr du einen Menschen oder einen Hund oder was auch immer liebst, jeder Mensch muss mal alleine sein. Und das geht halt nicht. Und wenn der Hund dann stresst, ist es natürlich noch blöder. Du hast aber auch den Vorteil, was weiß ich, Schatzi ist irgendwie abends weg oder nachts feiern, FIFA spielen, was weiß ich, mit Kollegen, bla. Du bist nie alleine. Du hast immer deinen besten Freund da. Du hast immer ein Kuschelbär da, wenn er halt kuschelt. So, Gott sei Dank ist er kuschelig. Du möchtest in Ruhe arbeiten am Computer, was weiß ich, bla bla bla. Du bist nie alleine. Du hast nachts Angst, alleine auf Klo zu gehen, weil du irgendwie ein gruseliges Mördergeräusch gehört hast. Und du bist eigentlich 26 und weißt, da ist nichts. Aber trotzdem hast du ein bisschen Schiss.
Du bist nie alleine. Wie gesagt, es hat Vor- und Nachteile, da muss man gucken. Also, weil wir sind nie alleine, außer meine Schwiegermutter geht mit dem Hund. Dann, er ist ein Familienmitglied, er ist ein allerbester Freund. Das ist für mich auf jeden Fall ein krasser Vorteil, weil ich empfinde es einfach so. Er ist normal, ist der Familie so, er ist... Das ist wie ein Kind so, Digga. Er ist von dir abhängig. Er ist, ich meine, Ridgebacks sind wahnsinnig klug so. Seine Rasse, Sorte wollte ich sagen, Marke. Du hast ein neues Familienmitglied. Familie, ihr wisst, Familie ist was anderes als Freunde, Moinde. Familie ist Familie. So, du kannst auch mit Fremden irgendwann Familie werden, die nicht dein Blut sind. Aber Familie ist ein ganz großes Wort. Und Familie ist auch etwas, das kriegst du nicht einfach so. Nur weil deine beste Freundin irgendwie 2 Jahre deine beste Freundin ist, ist sie nicht Familie, so weißt du. Und du hast ein neues Familienmitglied, das hast du eigentlich ganz... Das passiert auch nicht so oft so, wenn du jetzt jemanden heiratest, mit ihm eigene Familie machst oder so mit ihm eigene Familie machst. Schwiegereltern können zur Familie werden, aber ist ein großes Wort. Und du hast wirklich einen allerbesten Freund. Das ist so schön. Du hast jemanden, auf den du dich verlassen kannst. Du hast jemanden, mit dem du reden kannst. Du kannst deine ganzen Seiten mit ihm ausleben. Guck mal, ich habe sehr viele kindliche Seiten. Wie man sehen kann. Das kannst du mit deinem Hund ausleben. So, Digi, es ist egal für ihn, ob du neben ihm singst, ob du neben ihm rappst, ob du irgendwie 10 Pickel im Gesicht hast, ob du stinkst, ob du die ganze Zeit so redest, weil er so süß ist. Oh, jetzt vermisse ich ihn. Jetzt muss ich gleich runterknutschen. Es ist für ihn egal. Er ist dein bester Freund, er liebt dich. Du kannst so sein, wie du bist. Du musst dich nicht schämen vor dem Hund. So, weißt du, wie ich meine? Digga, manchmal, ich bin im Badezimmer und mach das, was man halt so macht. Er kommt rein, er chillt einfach, setzt sich davor und guckt mich an. Du schämst dich nicht, Digi. Dein Hund ist dein Hund. Du musst dich nicht schämen. So, Hammer. Krass, also er ist wirklich dein bester Freund. So, du musst dich nicht verstellen, weil er liebt dich sowieso, weißt du? Solange du korrekt zu ihm bist, gib ihm Essen, gib ihm Trinken, gib ihm Liebe. Gib ihm Erziehung, das ist wichtig, einen Hund zu erziehen. Kommt später, du hast einen besten Freund. Okay, meine Augenbrauen sind gar keine besten Freunde. Ein Vorteil, der aber auch ein Nachteil ist. Ach so, sorry. Nix. Microbrow Pencil. Du musst immer raus, ob du willst oder nicht. Ja, das kann natürlich sehr vorteilhaft sein, weil ein bisschen Bewegung. Ich glaube, man verbrennt auch halbe Stunde Gassi gehen mit einer Leine. Ich glaube, 150, 200 Kalorien waren das, habe ich gegoogelt. Ich gucke so tschüss. Wenn du irgendwie depressive Phasen hast, wenn du irgendwie ganz krasse Probleme hast oder allgemein nicht so ein Typ bist, der gerne leicht von selber rausgeht, du musst immer raus. Sonnenlicht tut gut. Frische Luft ist schön. Du musst deine dunkle Gruft verlassen. Vielleicht musst du auch nervige zwischenmenschliche Interaktionen führen. Aber es ist auch ein Vorteil, wenn man raus muss, oder? Weil ich bin so ein Mensch, ich kann tagelang zu Hause bleiben, drinnen bleiben. Ich muss nicht raus. So. Ich hasse Menschen so. Nichts gegen euch, so euch mag ich und bla. Aber so Sonne finde ich anstrengend. Ich bin so ein kleiner Vampir. Aber es ist gut, dass du raus musst. Aber es ist auch schlecht. So, noch ein weiterer Vorteil ist, ein Hund ist so ein... ehrliches Tier, das ist so heftig. Ich habe mich ja auch erst so mit dem ganzen Kram später ein bisschen beschäftigt. Der Hund zeigt ja mit seinem Schwänzchen hinten, mit seiner Rute, was er so fühlt. So, da kannst du wirklich viel ablesen. Ob er gerade Angst hat, ob er gerade irgendwie sich freut, ob er aufgeregt ist, nervös ist und so ein Scheiß halt, ne? Und Diggis, das ist so heftig. So, wir Menschen, ihr wisst, so, wir sind komisch, weißt du, du wirst erwachsen. Du versteckst Gefühle, du versteckst manche Gedanken so. Man hält sich zurück so, naja, du gehst nicht zu jemandem hin, du siehst jetzt deinen Schwarm, in den du heimlich verliebt bist und oh, ich freue mich, hammer doll dich zu sehen, ich habe voll Herzklopfen, bla bla bla, wow, du bist so toll, Sondern du hängst da so, na, was geht? So, weißt du, so, oder du bist traurig, du zeigst es nicht. Wir Menschen sind komisch leider geworden, so. Schwierig, du kannst leider nicht immer alles zeigen, so. Ist auch besser, wenn du es nicht tust. Aber ein Hund, Digi, wenn ich nach Hause komme, wenn ich 10 Minuten rausgehe, er wackelt mit seinem Schwänzchen, als hätte er noch nie, was Freude bedeutet, als hätte er noch nie sowas Cooles gesehen. Er freut sich so krass und du hängst da und ich, hey, ich komme dann immer rein. Ich denke so, oh Baby, oh, wenn ich ein Schwänzchen hätte, das würde jetzt auch wackeln. Ich freue mich auch ganz doll, dich zu sehen. Oh. Also, das ist so schön, so, meine Augenbrauen sind gar nicht schön, das ist so schön, so ehrliche Gefühle geschenkt zu bekommen. Kann jetzt krass was, das ist die ganze Foundation, der ganz komische Foundation. Seht ihr das? Was ist das? Das ist wirklich wunderschön. Das ist so, das kann ich gar nicht beschreiben. Ich glaube, manche Sachen versteht man selber auch nur, wenn man wirklich einen Hund hat. So ein schönes Gefühl, so viel ehrliche, wunderschöne Freude zu kriegen, das ist unglaublich. Also das macht so viel aus. Wenn er mit seinem Schwänzchen wackelt, wenn ich ihm Knarren gebe oder so, oh. Ich würde ihm den ganzen Tag Würstchen geben, wenn nur damit sein Schwänzchen wackelt. Aber macht man nicht. Man passt ja auf ihn auf und so, ne? So, jetzt konturiere ich. Oh, ich habe mehrere Nix-Paletten, aber ich habe manche, wo die Kacke hier kaputt ist. Deswegen will ich die mal leer machen oder gucken. Ich nehme die Farbe. So, und dann noch ein Vorteil. Die Liebe eines Hundes, meiner Meinung nach, ist einfach einzigartig, Diggis. Das ist wirklich eine Art von Liebe, die habe ich so noch nicht gesehen. So, ich hatte auch mal einen Hasen,
oder was weiß ich. Aber die Liebe eines Hundes ist wirklich so krass. Die gießt jeden Morgen so. Abends, er kommt immer zu Schatzi und mir, macht bei einem so mit den Pfoten und der Nase und will unter die Decke, legt sich hin, geht mit seinem Kopf in Richtung meine Füße zum Beispiel, legt sich mit seinem Popo vor mich. Ich umarme ihn und er macht mein Bauch rüber. Ich bin sogar mit Rudi schon in meinem Löffelchen eingeschlafen. Ich war der große Löffel, von hinten er der kleine. Ich war so glücklich, halt so Händchen mit ihm. Ich lieg so hinter ihm, riech an ihm, so, oh mein Engel, so ich das Paradies und so. Hammerheftig, Mann, hammerheftig. Morgens die Gieß so, er schläft, er kuschelt, er dies, das. Man, irgendwann merkt er so, er weiß, wann ich nur so halb im Halbschlaf bin oder wann ich weiter penne. Wenn er merkt, ich werde so richtig wach, wir stehen jetzt gleich auf. Kommt er zu mir, knuddelt, schlägt mich, wackelt mit seinem Schwänzchen. Und das ist so schön, eine so schöne Liebe wie von einem Hund. Das ist, ich fühle mich auch so ein bisschen wie eine Mutter bei ihm. Mutterliebe ist bestimmt was anderes mit einem Kind und so normal. Die Liebe, die Blüte deiner Liebe zwischen dir und einem Mann, so ist nochmal eine krasse Sache. Aber das ist so eine wunderschöne, ehrliche, aufrichtige Liebe. Mich macht nichts glücklicher, als morgens aufzustehen und sein Po vor meinem Gesicht zu sehen oder zu sehen, wie er kommt und mich knuddelt und sich jeden Morgen freut, mich zu lieben. So viel Liebe, wie ich gebe und zurückkriege, das ist wunderschön, das ist einzigartig. So, Digis, ich habe jetzt fertig konturiert. Jetzt kommt Rouge, das ist von Max Factor. Dann Highlighter, Makeup Revolution, Skin Kiss, Peach Kiss. Ich wollte mal gucken, ob ich den aussortiere. Jetzt kommen wir zu den Nachteilen mit einem Hund. Und das ist, egal von welcher Rasse, bla bla bla. Du bist nicht mehr spontan. Egal welche Rasse, egal was, du bist nicht spontan. Früher, als Schatzi und ich Freunde waren oder zusammen waren, mitten in der Nacht, ey, lass mal nach Hamburg fahren oder lass mal hier auf das Konzert, lass mal dies machen, lass mal das machen. Gar kein Problem. Bei einem Hund musst du musst dich immer ein bisschen anpassen. So, ne? Wie lange kann er alleine sein? Ist er stubenrein? Du musst noch mal raus mit ihm, bevor du irgendwie wegfährst. Im Fall von Rudi, er braucht sehr, sehr viel Auslauf, musst du auch noch mal eine größere Runde gehen. Du musst ihn vielleicht noch mal Kaki oder Pipi machen schicken und. Du bist nicht spontan. Urlaub, dies, das, kannst du komplett erstmal knicken. Wer soll eine Woche auf deinen Hund aufpassen? Ich dachte immer, Hundepensionen sind gar nicht so schlimm. Könnt ihr mir ja mal eure Erfahrungen sagen, falls ihr welche habt. Bis Schatzi mir sagte, wenn du einen Hund in die Pension schickst, wo andere Hunde sind, ich dachte, hä, ist doch hammer cool, hammer schön. Okay, Rouge ist ein bisschen wie ein Clown, aber egal. Er denkt dann, du verlässt ihn. Also er hat dann, für ihn ist das, als würdest du ihn verlassen, kommst du nach einer Woche wieder, dass er wirklich traurig ist und leidet so, ne? So hat Schatz mir das irgendwie erklärt, er hat es mir nochmal genauer erklärt, da dachte ich so, ich dachte, ja, wenn wir in Urlaub fahren, kommt er in die Pension, ist doch für ihn so wie Hundeurlaub, mit anderen Hunden spielen, aber gute Pension halt, ne? Aber Schatzi hat mir dann erklärt, nee, so ist das nicht, du. Da muss man wirklich gucken, Rudi konnte ganz lange nicht alleine sein, so. Heute immer noch, wenn ich jetzt alleine mit ihm bin, ich gehe hoch in mein Schminkzimmer und wenn ich nur hochgehe, weil ich in Ruhe auf die Toilette möchte, er ist unten und jault, weil er halt so anhänglich ist. Wenn wir mal länger weg wollen, 3-4 Stunden, müssen wir unsere Schwiegermutter fragen oder meine Schwiegermutter halt, ob sie vielleicht auf ihn aufpassen kann, ob sie nochmal mit ihm rausgehen kann, bla bla bla. Spontan einfach mal was machen, ist nicht. Dann hast du natürlich das Thema mit dem Stubenrein. Ich meine, bei ihm ging das relativ schnell. Es ist viel Übung. Du musst halt auf deinen Hund gucken. Ich weiß gar nicht, wie wir es hinbekommen haben, dass er stubenrein geworden ist. Durch Gottes Hilfe haben wir es hinbekommen. Er hat einige Male in die Wohnung Kaka gemacht. Er hat einige Male in die Wohnung Pibi gemacht. Was willst du machen? So, weißt du, wie ich meine? Er muss das ja erstmal lernen, wenn er frisch ist und klein ist und ein Baby ist. Aber irgendwann hat er es gelernt. Das ist stubenrein kriegen, ist halt auch so ein Ding. Manche brauchen länger, manche brauchen weniger. Aber was glaubt ihr, wie oft wir hier Febrés damit für den Teppich so und Taschentücher und putzen und wegmachen und bla. Wenn er Durchfall hat und nicht stubenrein ist, das ist ganz besonders spaßig. Also stubenrein ist auch ein Nachteil, der gehört nun mal trotzdem dazu. So, aber es ist halt, du kannst ihn nicht einfach Pampers dran machen, wie beim Baby, so, ne? Und da musst du erstmal dran arbeiten, bis er stubenrein ist. Dann auch, wie ich vorhin schon sagte, das Thema Urlaub so. Was machst du mit dem Hund? Wenn Schatzi und ich jetzt in Urlaub fahren würden, würden wir unsere Schwiegereltern fragen. So, meine Schwiegermutter geht öfter mit dem Hund weg. Sie hat ihn super lieb. Sie versteht sich super mit ihm. Er hört auf sie. Aber das ist halt wie beim Kind, dass du, wenn du mal kinderfrei Urlaub machen möchtest, du kannst es nicht einfach mitnehmen. Wenn wir fliegen wollen würden, kannst du den Hund... den Hund kannst du nicht im Flugzeug mitnehmen. Nee. So, also das ist alles ein bisschen schwierig. Wenn du jetzt eine lange Autofahrt hast, also ich würde Rudi jetzt keine Autofahrt antun wollen von 10 Stunden oder was weiß ich. Also Urlaub, immer krass planen, nichts mit spontan. Rhyme, was los? Dann, wir dachten eigentlich so, ich meine, Rudi ist ein Kurzhaarhund, er hat wirklich kurze Haare, das ist sehr, sehr gut. Dadurch haben wir nicht so krass Hundehaarprobleme, dass jetzt überall lange Hundehaare liegen und. Seit 10 Minuten Highlighter drauf, egal. Aber er hat halt kurze Haare und du hast überall Hundehaare. Ich trage meistens schwarz, ich habe immer überall Hundehaare dran. Im Auto, selbst wenn du eine Decke drüber machst oder was weiß ich, du hast Hundehaare. Dein Bett ist voll mit Hundehaaren. Wir wollten am Anfang stark sein, dass er nicht bei uns im Bett schläft. Habe ich euch sogar im Video erzählt. Nein, wir bleiben stark und konsequent.
Wir haben 2, 3 Wochen mit dem Hund auf dem Boden geschlafen. Wirklich, damit er nicht im Bett schläft, weil wir wollten ihm das nicht angewöhnen. Und irgendwann haben wir gesagt, nur eine Nacht. Seitdem schläft er immer bei uns im Bettchen und manchmal geht er runter und dann hänge ich da und dann sag ich, Baby, komm zu Mama ins Bett. Mami kann doch nicht schlafen ohne ihr Baby, so weißt du. Rodi schläft immer im Bett. Rodi ist ein Hund, ich weiß jetzt nicht, wie groß er ist. Ich weiß, dass er so 45 Kilo wiegt und so ein Hund macht sich breit. Schatzi liegt immer im Bett so, dass er ein Bein überm in der Luft hat, 1,80 x 2 Meter Bett. Rodi liegt meistens richtig breit in der Mitte. Ich habe ein bisschen Platz, um mich einmal um mich selber zu drehen. Das war's dann auch. Also das Bett ist immer voll mit Hundehaaren, so egal. Ich meine, weiße Bettlaken nehme ich eh nicht, weil da hast du sofort Flecken drauf. Halt ich nichts von sowas, weiß ich. Reicht ja, wenn ich einmal nicht richtig gut abgeschminkt bin und da Schminke drauf ist, bla bla bla. Ja, wir haben immer überall Hundehaare. Kleidung, Bett, Hundehaare sind überall. Dann der Punkt, auch ein Nachteilpunkt, habe ich vorhin schon erwähnt. Du hast keinen Platz im Bett, wenn dein Hund mit drin ist. Schatzi ist wirklich so heftig, so bin ich nicht, dass er sagt so, er liegt sogar extra scheiße, damit der Hund gemütlich liegt. Und da sage ich, nee, ich habe meine Grenzen, das mache ich nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Er ist wirklich so, er liegt dann komplett schlecht oder irgendwie mit den Beinen angewinkelt oder ein Bein übers Bett in der Luft, weil er den Hund nicht beim Schlafen stören möchte, weil er ihn so liebt und denkt, nee, er liegt ja gerade so gemütlich, guck so. Nee, da habe ich keine Gnade, da sage ich auch mal, Rodi, aufstehen, rücken, weil ich möchte in Ruhe schlafen und so gut wie möglich schlafen und nee. Nee, nee, nee. Dann, je nachdem, das ist vielleicht auch Hunderasse abhängig, macht ein Hund was kaputt. So, und Rodi, wie gesagt, Rasse müsst ihr selber ergoogeln, dann checkt ihr es vielleicht noch mehr. Rodi braucht extrem viel Beschäftigung und Auslauf und dies und das, um ausgelastet zu sein. So 5 Kilometer laufen ist für ihn gar kein Ding und er ist mega schnell unterfordert, weil er auch ein sehr, sehr kluger Hund ist. Das ist übrigens Mac, so eine Wimpernzange. Hat bisher einen sehr guten Eindruck gemacht, ich bin gespannt. Er braucht jeden Tag Knochen so, weil er braucht dieses Kauen, diese Beschäftigung, Spiele, die ihn kopfmäßig fordern und so. Diggis, ihr glaubt nicht, was Rodi alles schon bei uns kaputt gemacht hat. Das seht ihr nämlich gar nicht in meiner Instagram-Story. So, der hat bestimmt schon im Wert von 1000 Euro oder so Sachen kaputt gemacht. Wirklich, wenn nicht noch mehr. Fernbedienung, Wände, Möbel, Teppich, Stuhl. Also der hat so viel schon kaputt gemacht. Einfach mal so, weil wenn er mal nicht gefordert ist. So, ne? Und du kannst dich auch nicht 24 Stunden mit einem Hund beschäftigen. Diggis, letztens, wir hatten einen Tisch, hat er kaputt gemacht. Und das reicht ja mit seinen krassen Zähnen, wenn er 3-mal am Tag für 2 Sekunden dran knabbert und du schon schimpfst so oder was weiß ich. Wir haben einen neuen Tisch gekauft, 2 Wochen später wieder komplett im Arsch. Ecke abgerissen, Wände, wenn er da mal dran gekratzt hat, bla bla bla. Fernbedienung. Letztens für 40 Euro musste ich eine neue Fernbedienung kaufen. Ich dachte, Digga, 40 Euro, was ist denn hier los? Ist die aus Gold oder was? Also Kleidung, Schuhe, wie viel Schuhe hat der von mir kaputt gemacht? So, ne? Also ich glaube, das ist nicht bei jedem Hund so. Manche Hunde haben gar nicht diese Probleme, aber er, hammerheftig. Der hat schon so viel kaputt gemacht und das ist so ein Schaden. Und das bringt ja nichts, wenn du deine Wohnung super krass ordentlich machst, haben wir dann teilweise wieder versucht, Wände neu gemacht, bla, macht er wieder kaputt. Also das ist auch ein riesen Nachteil, der auch sehr kostenintensiv ist. Dann, wenn wir beim Thema Kosten sind, ein Hund kostet viel. Guck mal, für Rodi kaufen wir extra so teures Futter ohne Getreide, dies, das. Das ist auch sehr gut für ihn, auch gesundheitlich, was weiß ich, weil er hat eine leichte HD. Sowas kann mega teuer sein. Ich glaube, so ein Sack kostet irgendwie 60 Euro. Und dann halt Arztkosten, die du einfach mal so hast. So, ne? Wenn er zum Tierarzt muss, als wir ihn frisch bekommen haben, hatte er Zwingerhusten. Das hat uns, glaube ich, insgesamt 400 Euro gekostet. Der Arzt wusste nichts, der war am Rumraten, der hat das gemacht und so, bis wir wirklich einen passenden Tierarzt gefunden haben. Dann hast du halt auch unerwartete Kosten, ne? Wenn er sich mal irgendwie verletzt hat oder was weiß ich, ist uns auch schon passiert, bla. Und das kann richtig, richtig teuer werden. Also zum Beispiel mit seiner leichten HD, bis wir das rausgefunden haben, er hat plötzlich angefangen zu humpeln, Digga, und lief nur auf 3 Beinen, bis wir, Digga, das hat Unmengen, mehrere hundert Euros gekostet, Röntgen, Spritze, dies, das, checken und. Und hab das mal so lockerlässig auf Seite, so, ne? Wenn mal was Krasses ist, Digi, wenn du so für 500 Euro mit deinem Hund zum Arzt musst, das hat auch nicht jeder bei der Seite, so, weißt du? Ich meine, wir hatten echt Pech mit seinem Zwingerhusten. Digi, schön ist das nicht, so, ne? Aber du machst es für deinen Hund normal, so. Normal willst du das Beste für ihn, weißt du? Dann, das muss ich mal kurz hier lesen, hast du finanziell, das sind auch Nachteile irgendwo, die ganzen Anschaffungen, bevor er da ist. Ich meine, es gehört dazu, trotzdem ist das irgendwo ein Nachteil. Digga, ich habe hier bestimmt nicht alles aufgeschrieben. Du brauchst einen Korb für ihn, du brauchst Leine, im besten Fall 1, 2 Stück. Was ist so eine Schleppleine, bla. Halsband, er wächst ja auch in unserem Fall. Wie viele Halsbänder mussten wir kaufen? Du brauchst Futter für ihn. Was ist, wenn er das nicht mag? Dann brauchst du vielleicht eine neue Sorte, musst dich rumtesten, Leckerlis, Trinkschüssel, Impfen, Spielzeug, eine Decke, dann Hundesteuern, Arztkosten, Versicherung, Hundeschule. Ich glaube, wir haben
für 10 Stunden 120 Euro gezahlt, irgendwie 110, 120. Sachen fürs Auto, wenn man unterwegs ist, vielleicht eine Box für zu Hause oder eine Box fürs Auto, Shampoo, Bürste, Kotbeutel. Also das ist wirklich, das ist nicht wenig finanziell. Also das hat echt, also da war ich sogar überrascht und dachte so, tschüss, wenn du einen Hund hast wie er, der auch noch viel Spielzeug kaputt macht, weil er so kraftvoll ist und so heftige Zähne hat, dann bist du auch erstmal gut im Arsch. Dann Vorteil, der auch ein Nachteil ist, du musst mit ihm raus. Egal ob du Lust hast, egal was ist, du musst mit deinem Hund raus. Wir hatten hier mal so eine Schneekatastrophe mäßig. Der Schnee ging bis an die Knie. Du musst mit deinem Hund raus. So, und wenn er so viel Bewegung braucht wie Rodi, dann reicht das nicht nur in den Garten. Strömender Regen, 30 Grad Sonne, du hast Migräne, es kann gerade niemand anderes mit ihm raus, ist uns auch schon passiert. Du musst mit deinem Hund raus. So, ne? Und er ist noch nicht so weit, ich schicke ihn nicht alleine in den Garten ohne Leine. Ja, mach mal kurz dein Geschäft, wir gehen immer eine Runde, was weiß ich. Weil ich mag ihn auch nicht ohne Leine halten, weil so gut hört er nicht auf mich. Da habe ich auch zu viel Angst. Ich traue den Autofahrern nicht, ich traue fremden Hunden nicht. Das ist mir alles zu gefährlich, Schatzi und Schwiegermama machen das. Egal was ist, du musst mit ihm raus. Ich bin schon mit Migräne-Sachen rausgegangen, wo ich nicht mal auf Klo gegangen bin vor Schmerzen. Aber damit mein Hund raus kann, so weißt du, weil irgendjemand muss. Ja, so weißt du. Und dann auch ein Nachteil, muss man halt wissen, ob das für einen so ein Nachteil ist. Du brauchst Zeit. Also ich weiß, dass einige Menschen sich einen Hund wünschen und sagen, oh, hammerheftig, hammerschön, Digis. Das ist wahnsinnig, gerade wenn es so eine schwere Rasse ist wie die von Rodi, ist das wahnsinnig zeitintensiv. Du musst mit ihm spielen. Er braucht wahnsinnig viel Beschäftigung. Eine Stunde am Tag spielen Minimum. Gassi gehen, ihn erziehen, mit ihm trainieren und so. Das bringt dir nichts, wenn du einen Hund hast, der nicht erzogen ist. So. Oder wenn du zu locker bist, so Diggis. So, ob er jetzt im Bett pennt oder nicht, zum Beispiel, muss jeder für sich selber entscheiden. Ach so, das ist von Love, so eine Mascara, die ich irgendwie teste, Fan-Effekt-Mascara. Du musst mit ihm Sitz, Platz üben. Du musst gucken, dass er auf dich hört. So. Du musst wirklich trainieren, bla bla bla, und das ist sehr zeitintensiv. Wir üben immer noch mit ihm, dass er keine Menschen anspringt, weil er sich immer so freut, was gefährlich ist mit seinen krassen Krallen und so, weißt du? Also das ist jetzt nicht so, also es ist schon zeitintensiv und je nach Rasse umso mehr. So, ne? Und gerade bei ihm, bis er mal eine halbe Stunde alleine sein konnte, ohne alles kaputt zu machen, bla, also das ist so schwierig. Der hat sogar seinen Hundekorb hat er kaputt gemacht. Für 100 Euro so ein mega qualitativ krasser Hundekorb mit so mega festen Stoffkissen hat er kaputt gemacht. Ich denke so, Digga, was ist los? Und das ist auch ein Nachteil. Also ich sag mal als Nachteil. So, ne? Da muss ja jeder selber für sich entscheiden. Aber es ist schon wirklich sehr, sehr zeitintensiv. Und dann, der für mich größte Nachteil ist einfach, du holst dir etwas in dein Leben, was viel in deinem Leben beeinflusst. Ein Leben mit Hund ist komplett anders als ohne, auf jeden Fall. Und einfach die Lebensdauer, Diggis. Du weißt so, du weißt nicht, wie lange er lebt. Es kann sein, dass er nach 2 Jahren plötzlich stirbt. Habe ich auch schon bei Freunden gesehen. Gehirnschlag, boom, tot, wo ich dachte, sowas krass, Mann. Wenn der Hund von jemandem stirbt, sag ich auch nicht, oh, ich verstehe, wie du dich fühlst oder es tut mir leid, sondern ich sag dann einfach, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ich kann mir diesen Schmerz nicht vorstellen und ich wünsche dir einfach viel Kraft. So, Digis, manchmal, ich hänge im Bett, ich denk dran, wie das mal, kuschel mit Rodi, er ist am Pennen, schnarcht so vor sich hin und ich denk so, Digga, was ist, wenn er mal irgendwann weg ist und heul dann, wisst ihr, wie ich meine, das ist keine Kleinigkeit, du weißt, du hast dir sowas krasses, schönes, großes geholt. Aber du weißt, deine Lebenszeit ist begrenzt. 10 Jahre, 8 Jahre, 14 Jahre, das ist ja wirklich sehr, sehr verschieden. Klar, das weißt du bei Menschen auch, aber da ist es irgendwie was anderes, finde ich. Ich finde, das ist ein Unterschied, ob du weißt so, was weiß ich, was die durchschnittliche Lebensdauer eines Menschen ist. Keine Ahnung, sagen wir mal 60 Jahre, 70. So, ne? Selbst wenn es 50 Jahre sind, ist das ein Unterschied. Du lernst jemanden mit 20 kennen, habt ihr noch 30 Jahre, so ganz doof gesagt. Und 10 Jahre oder so, 10, 12 Jahre, Digis, ich glaube, das geht so schnell vorbei. Mein Freund hatte seinen Hund, glaube ich, auch 10, 11 Jahre. Er sagt, ey, als der Hund verstorben ist, das geht so schnell vorbei. Guck mal, wir haben ihn jetzt 1 Jahr schon, Digi. 1 Jahr, buff, wisst ihr, wie schnell das weggeht? Umso älter du wirst, umso schneller vergeht die Zeit auch. Und ich möchte gar nicht... Ich klopfe auf Holz, damit der Teufel das nicht hört, so. Ich möchte gar nicht daran denken, wie das jemals ist, wenn mein Hund weggeht, was das... für ein unendlich schlimmer Schmerz und Verlust ist, Digis. Das, nee, Mann, das ist der Horror meines Lebens, Digis. Ich würde lieber einen Arm von mir abgeben oder sowas, aber da hast du dich halt drauf eingelassen, so, ne? Und das weißt du im Voraus irgendwo, klar. Aber wenn du ihn dann so sehr liebst, so krass, so unendlich, so eine Treue und alles, Digis, dann ist das nochmal was anderes, wenn du dich damit auseinandersetzt und weißt so, ey, der kann auch Pech haben und nach 5 Jahren sterben. Oder sowas, oder angefahren werden, oder was weiß ich. Klar, können Menschen auch, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und das ist halt ein heftiger Nachteil, ein ganz, ganz krasses Ding. Dann weiteres, was ich euch auch noch sagen wollte. Ihr müsst gucken, Hunde haben einen wirklich sehr, sehr verschiedenen Charakter. Vielleicht erzähle ich euch Kram, den ihr schon lange wisst, aber ich erzähle es euch trotzdem.
Zum Beispiel Rodi ist sehr rebellisch. Das ist manchmal mega schwierig, ihn zu erziehen. Er ist sehr, sehr kuschelig. Das ist super toll. Es gibt Hunde, die kuscheln gar nicht gerne. Oh Gott. So. Aber das hat auch Nachteile. Wie gesagt, ich gehe hier hoch, will 3 Minuten ins Bad. Er kommt hinterher und jault, weil er bei mir sein möchte oder bei Papa oder so. Also da muss man wirklich gucken, wie die Charakteristik eines Hundes ist, ob sie zu einem passt. Und das merkst du ja eigentlich erst, wenn er da ist. Als wir Rodi kennengelernt haben, er hatte irgendwie 6, 7 Geschwister, keine Ahnung. Ich werde euch mal in die Infobox das Video packen, als wir ihn abgeholt haben. Da habe ich nämlich einen Vlog gedreht. Weiß nicht, er ist der einzige Hund gewesen, der zu uns gekommen ist, der direkt mit mir gekuschelt hat. So, und irgendwie wussten wir, dass er das ist. Schatzi wusste das schon von Fotos und ich wusste es, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. So, da wusste ich, er ist es, weißt du. Aber als wir ihn dann hatten, habe ich erst gemerkt, was das bedeutet, sich so krass, so heftig an ein Tier zu binden. Also das ist, weiß ich nicht. Und da müsst ihr wirklich gucken, wenn ihr einen Hund habt, dessen Charakter gar nicht zu euch passt, so wie diese Mascara, ich bin noch unentschlossen, sie macht meine Wimpern sehr lang, aber nicht gerade voluminös. Ich habe kurze, komische Stummelwimpern, ich brauche Länge, Volumen, alles. Wenn der Charakter nicht zu euch passt, wenn ihr einen Hund habt, der nur pennt und chillt, aber ihr seid mega aktiv, bla, ist scheiße. Wenn ihr einen Hund habt, der nie kuscheln will, aber ihr hättet gern einen, der mal ein bisschen Liebe euch gibt, scheiße. Und du kannst einen Hund nicht einfach weggeben, oh, er passt nicht zu mir, bla, sondern überleg dir das im Voraus. So, ich würde meinen Hund niemals weggeben. Überleg dir im Voraus, was du machst. So, also das ist, ja, bla, also, Digga, mach, ich würde jetzt schmutziger das sagen, aber mach ihn nicht, brich mal nicht das Herz von deinem Hund, weil du ihn unüberlegt weggibst. So, Digga, ich habe das bei Bekannten gesehen, haben einen Hund, mein Freund sagte, den Digi, hol dir keinen, das ist nichts für dich, glaub mir, das passt nicht zu deinem Lebensstil, du bist jeden Tag 10 Stunden arbeiten, wie willst du das am Anfang mit ihm machen? Bla, glaub mir, es ist nicht das Richtige. Nee, nee, die sind so süß. Haben den Hund 1 Woche, geben ihn weg. Haben ihn 2 Wochen, geben ihn weg. Digga, was seid ihr für Menschen? So, ich weiß, es gibt vielleicht Gründe. So, ich war nicht in so einer Situation. Wenn dein Hund mit deinem Kind nicht klarkommt oder sowas. Klar, das sind krasse Sachen. Normal, so, ne? Das ist wieder was, weiß ich nicht. Ich war nicht in solchen Situationen. Aber Menschen, die sich einen Hund einfach holen. Deswegen mache ich auch dieses Video, weil er so süß ist und so hübsch ist, ohne sich zu informieren. Ich habe mich Monate eingelesen, bevor wir das gemacht haben. Schatzi kannte ja sich schon gut aus, hat sich aber auch nochmal eingelesen. Dies, ja okay, gleich habe ich hier Fliegenbeine, weil die Mascara so, ja egal, ich gebe auf. Und die dann einen Hund einfach nach 1, 2 Wochen abgeben, da habe ich gar kein Verständnis für. Also ich glaube, manchmal ist es vielleicht besser, wenn man den Hund abgibt. Es gibt Fälle, wo es richtig ist. Ich möchte jetzt auch niemanden krass verurteilen, aber Menschen, die ihn abgeben, einfach nach 1, 2 Wochen, wollen, nee, doch nichts für mich und so. Was seid ihr für Menschen? Schande auf euch. Das bewerte ich. Das bewerte ich als Scheiße. Weil das kann man sich im Voraus überlegen, ob man, oh, ich habe doch keine Zeit, weil ich 10 Stunden am Tag arbeite. Oh, ich mag doch keine Tiere. Also, Nee. Dann noch eine weitere Sache. Erziehung ist extrem wichtig. Digis, Schatzi hat mir von Anfang an gesagt, erzieh den Hund konsequent, sei konsequent, bla 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 bla. War ich nicht. Ich, wenn der Hundi so süß war, ich so, ja okay, dann darf er mich anspringen, er ist ja so süß. Oder ja okay, dann darf er mal seinen Knochen auf der Couch knabbern, weil er ist so süß. Und hab immer mit ihm so süß geredet und nie streng. Jetzt wechsle ich ab und zu. So, und das ist scheiße so, und das ist schwierig. Und da habe ich lange Probleme mit Rodi gehabt, dass er nicht auf mich gehört hat, mich angebellt hat, rebellisch war, nicht aggressiv, aber so, was willst du, Alte, von mir? Bei meinem Freund, mein Freund war von Anfang an konsequent, aber auch liebevoll und bla bla bla. Meine Schwiegermutter genauso, die haben keine Probleme. Wisst ihr, wie ich meine? Erziehung ist extrem wichtig. Hätte ich auf meinen Freund von Anfang an gehört, hätte ich diese Probleme nicht mit Rodi gehabt. Teilweise, Digis, ich war 2 Stunden mit ihm alleine, mein Freund war weg, ich habe geheult, weil ich am Ende so fertig mit den Nerven war, weil der Hund mich null respektiert hat. Das musste ich mir stark erarbeiten, indem irgendwann habe nur noch ich Futter ihm gegeben, bla und solche Sachen. Also, wenn dein Hund dich nicht respektiert, weil du es verkackt hast, das ist so eine schwere Arbeit. Ich war echt fertig mit den Nerven. Vor allem, ich liebe ihn ja. Ich habe ihn immer über alles so geliebt, weißt du? Erziehung, seid konsequent, egal wie hart das ist. Macht nicht den Fehler wie ich, weil ihr blutet lange dafür, bis das wieder ordentlich ist. Glaubt mir. Das ist halt auch nach Rasse verschieden. So, ne? Rodis Rasse braucht extrem viel Erziehung, extrem viel Konsequenz, bla bla bla. Es gibt viele Hunderassen, die viel leichter zu erziehen sind. Aber wir wollten diese Rasse und ich bereue es auch nicht. Und für mich käme auch nur noch diese Rasse als Hund in Frage. Dann zum Abschluss noch Tipps für euch. Macht so viele Fotos wie möglich. Digis, wir hatten Rodi und Schatzi sagte, ey, mach so viele Fotos wie möglich. Er wird richtig schnell groß. Ich kannte mich nicht so aus, dachte, ja, ein paar Monate hast du Zeit. Hab in der Zeit, als wir den Hund bekommen haben, trotzdem mega viel YouTube-Kram gemacht. Sachen, die nicht nötig waren. Du musst nicht irgendwie 3 Videos am Tag drehen. Hab mega viel anderen Kram gemacht, war viel unterwegs. Klar, ich habe auch extrem viele Fotos gemacht und alles.
Digis, er ist so schnell gewachsen, das hast du wirklich von Tag zu Tag gesehen. Und im Nachhinein denke ich mir, weißt du was, das bereue ich ein bisschen. Ich wünschte mir, ich hätte auch einfach mal ein, zwei Wochen gar nichts machen können oder nicht so viel machen können und einfach die Zeit mit ihm genießen können, als er so klein war. Habe ich gemacht, aber meiner Meinung nach nicht ausreichend. Euren ganzen anderen Scheiß, lasst mal euren Haushalt stehen, lasst mal kurz die Verabredung stehen, genießt die Zeit, solange er klein ist. Der ist so schnell groß geworden. Ich glaube, das ist bei Babys auch so. Das kriegst du nie wieder zurück, Digga, dass er so klein ist. Das kriegst du nie wieder zurück, als er klein war, Digga. Er hat immer seinen Kopf hier bei uns hingelegt zum Schlafen. Irgendwann hat er aufgehört. Als er klein war, ist er nie aufs Bett gesprungen, weil er Angst hatte, nur mit Schatzi zusammen. Heute macht er das einfach so scheiß drauf. Die ganzen besonderen Zaubermomente verfliegen extrem schnell. Nutzt die Zeit, solange er klein ist. Macht 1000 Fotos, macht 1000 Videos, glaubt mir auf jeden Fall. Und dann mein letzter Tipp. Seid nicht so hart zu euch, wenn Dinge mal nicht klappen und der Hund nicht hört. In jeder Situation lernt er einen Befehl neu. So, er kann jetzt zu Hause immer perfekt Sitz machen, du gehst mit ihm Gassi, draußen macht er nicht Sitz und du fühlst dich wie ein Arsch, du kriegst nicht mal einen Hund zu erziehen, dann bist du vielleicht sauer auf den Hund und frustriert und scheiße. Nein, in jeder Situation lernt ein Hund neu, seid nicht so hart zu euch, jeder macht Fehler, auch viele Eltern machen Fehler, das Kind fällt mal irgendwie auf den Boden, weil die Eltern nicht aufgepasst haben, der Hund frisst mal eine Packung Taschentücher, packt alles, was gefahrenmäßig ist, weg. Also der ist an Sachen rangekommen, wo ich dachte, alles klar. Aber seid nicht so hart zu euch. Das ist ein Lebewesen, das von euch abhängig ist, das ihr erzieht und jeder macht Fehler. So, Diggis, jetzt mache ich noch einen Liquid Lipstick drauf. Dann sind wir fast fertig. Nur noch Fixing Spray von Wet n Wild Liquid Lipstick, weil den teste ich. Und zwar die Farbe Berry Recognize. Die werde ich jetzt drauf machen. Dann kommt das Fixing Spray. Dann sind wir auch schon fertig. So, Diggis, Liquid Lipstick ist aufgetragen. Tue ich euch alles in die Infobox. Jetzt benutze ich noch ein Fixing Spray von Love. Love, warte. So, Diggis, ich bin fertig. Das ist jetzt mein fertiger Look. Ihr wisst, so ein Style & Talk Video dauert immer länger, weil ich rede halt wirklich lang und intensiv über ein Thema. Und ihr könnt mir ja erstens in die Kommentare schreiben, wie ihr den Look findet. So, ich dachte so ein bisschen auf natürlich, wollte ich gerade sagen. Diggis, wisst ihr, wie viel ich raufgeklatscht habe für andere Frauen? Wimperntusche, ein bisschen auf natürlich. Wie ihr den Look findet, schreibt mir sehr, sehr gerne Themen in die Kommentare, auf die ihr auch Lust hättet bei einem Style & Talk Video. Ich habe schon sehr viele notiert, aber ich muss auch immer im Flow sein für ein bestimmtes Thema. Alle Produkte werde ich in die Infobox verlinken. Das mache ich jetzt zum ersten Mal in einem Style & Talk-Video. Schreibt mir bitte unbedingt, ob ihr das gut findet, ob das für euch passend ist, weil vielleicht denkt ihr so, wow, ihr Lippenstift ist ja mal schön, den will ich auch haben. Oh, welche war das nochmal? Weil ich möchte ja meine Skills, was Videos angeht und so, immer wieder verbessern. Also da bin ich sehr gespannt. Und sagt gerne was zu den Themen, die ich euch erzählt habe, was ihr so denkt, eure Erfahrungen. Das würde mich sehr freuen, weil so ein Style-and-Talk-Video ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit und Aufwand. Ich habe jetzt 60 Minuten lang gedreht und sowas schneiden und. Also kommentiert gerne fleißig und ich hoffe, ihr mögt meine Style-and-Talk-Videos. Ich habe schon sehr, sehr viele zu verschiedenen Themen gemacht und ja. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich auf eure Kommentare und sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.